So, da bin ich wieder. Let's Play Welt. Fuck. Ernsthaft jetzt? Fuck. Fuck. Warum gibt es keine Tür, die drei hoch sind? Ah ja, was soll's. Aber ich werde auf jeden Fall nochmal das hier abbauen. Und das hier auch abbauen. Das mache ich mal aus Holz. Das sieht dann doch besser aus. Das Problem, was wir jetzt haben, ist, ich brauche jetzt extra nochmal Holz, um Holz vor der Hütte zu haben. Wie ging denn das? Ach Quatsch, ich habe schon Holz. Alles gut, ihr seht euch bereits die Bretter. Und er meckert schon wieder. Ich glaube es nicht. Und das Problem ist halt, wir kriegen gleich 8 Stück. Ach, das ist auch das falsche Holz, fällt mir gerade auf. Gut, das ist natürlich denn. Das Holz brauchen wir natürlich. Dankeschön. Bam, bam. Bam. So, der ist immer noch da. Ich dachte, der hätte sich schon längst wieder verflucht. Wow. Wow. Hätte ich gerade nicht sagen sollen. Ich dachte, der hätte sich schon längst wieder verpisst. Bob, schon ist er weg. Okay. Gut, dann kommen jetzt erstmal endlich mal die ersten Einrichtungsteile hier hin. Das heißt also, hier kommt erstmal eine Fackel hin, da kommt eine Fackel hin, du kommst wieder weg. Da kommt Scheiße, da kommt Kacke. Fuck. Na gut. Hab mich überredet. So. Und wir suchen jetzt auf jeden Fall erstmal, wie angekündigt, eine Höhle oder baggern uns selber eine. Ich suche aber erstmal eine. Hier war hinten irgendwie was offen. War da eine Höhle oder war das dann nur so ein kleiner Ansatz von einer Delle im Boden? Ah, sieht mehr aus wie ein Ansatz von einer Delle. Ah, scheiße. Nichtsdestotrotz, wenn wir da erstmal runtergehen, da fällt sich das nicht so auf. Das ist auch Kohle, sehr schön. Ja, scheiße, ich hätte den Kack erstmal zu Hause lassen können. Fuck. Das wird eine Katastrophe. Gut. Ach, scheiße, Alter. Na gut, komm. Wir packen erstmal die ganzen Krempel hier in die Kisten. Auch wenn die noch nicht sicher sind, ist ja hier noch relativ. Fuck! Noch relativ wenig Betrieb auf dem Server. So, dass wir da noch nicht Angst haben müssen, dass uns wir gleich jetzt hier innerhalb der ersten paar Sekunden, Minuten, Stunden beklaut werden. Ja, Stunden vielleicht. Aber mir auch nicht. Du kommst da rein, du kommst da rein, du kommst auf jeden Fall da rein. Du kannst da auch rein, du auf jeden Fall. Alles andere würde ich fast mitnehmen. Gott, so viele Bäume. Oh, die Bäume sind ja schon außerhalb meines Bereichs. Fuck, ist der Bereich klein. Ach, übrigens, ich habe mir jetzt übrigens mittels dem richtigen Account, also mit meinem Walker-Account, habe ich mir jetzt hier dem Account, womit ich jetzt hier die Let's Plays aufnehme, auch mal ein paar mehr Rechte gegeben. Heißt also, wenn wir jetzt in Zukunft Flächen definieren, können wir die auch etwas größer definieren. Und wir können, wenn uns jemand innerhalb eines Let's Plays um Hilfe bittet, können wir ihnen auch direkt so helfen. Ohne dass ich mich dafür nochmal extra ausloggen musste, um ihnen dann zu helfen. Es bietet also Vorteile. Nicht nur Vorteile, aber Vorteile auf jeden Fall. Der Nachteil ist nämlich, wir können praktisch jetzt auch schon cheaten, indem wir halt zum Beispiel Bereiche anlegen können, die größer sind. Was ja eigentlich nicht ganz fair ist, weswegen ich das auch nicht machen werde. Ich werde mir also Mühe geben, immer nur kleine Bereiche also für mich selber gut zu schreiben.
So. Question ist, wo kommt das erste? Na, zum Beispiel können wir jetzt hier auch solche Sachen, so eine Späße machen, wie jetzt zum Beispiel, ja, Noclip, also wir können praktische Sachen reingehen. Nein, da können wir Sachen reingehen. Wir können jetzt auch so fliegen. Wird, so genau. Und solche Sachen halt. So, mal wieder alles deaktivieren hier. Genau, dasselbe, so alles abgeschalten. La la la. Oh, Kohle! Wir haben Kohle gefunden. Und ja, bevor jetzt irgendeiner irgendwie fragt mit, aber wenn du doch Admin bist, dann kannst du doch alles ersheaten, kannst du doch. Warum kannst du, wie baust du denn Sachen ab? Ich verstehe das nicht, ich will Geld von dir. Nein, wie gesagt, im Let's Play werde ich nicht cheaten, deswegen habe ich das auch nur gemacht. Weil es mir halt durch den Kopf gegangen ist, dass wenn ich jetzt hier im Let's Play aufnehmen, mich einer um Hilfe bitten würde, ja, dann müsste ich mich halt immer ausloggen. Boah, das ist viel Kohle. Und das wäre halt ein bisschen blöd und deswegen ist es wie gesagt nur dafür, dass ich halt auch innerhalb eines Let's Plays mit anderen Leuten spielen kann, denen ich dann praktisch helfe. Wenn die zum Beispiel irgendwelche Probleme haben. Oder ich irgendjemanden bannen muss, auf jeden Fall katastrophale Entwicklung. Alter, ich wünschte, wir würden mal eine Höhle kommen. Wenigstens kommt Cola. Vielleicht schon keine Höhle. Gut. Bam. Oh, Sand. Und ja, ich weiß, wir haben bereits mehr als genug Sand, aber bei Sand gibt es meistens Mineralien. Zum Beispiel Eisen. Jawohl! Ha! Hab ich doch gesagt, ihr Bitches. Einmal? Ein einziges Mal? Das könnt ihr nicht ernst meinen. Das ist ein Witz. Scheiße! Oh, Eisen. Ja, wir haben einmal Eisen. Eisenklumpen. Müssen wir eigentlich Eisenerz nennen oder sowas? Naja. Ich bin jetzt hier auch nicht so erzkonservativ. Was ist das denn? Wo haben wir die Knochen her? Von wo verfickt nochmal kriegt man denn Knochen? Die sind ja ganz neu. Oder kommen die durch irgendeiner Mod? Hatten wir die schon davor? Muss ja. Ah ne, eben. Ist mir jetzt gerade erst aufgefallen. Wir haben doch überhaupt kein Tier erlegt. Also von Tieren kann das nicht sein. Was ist jetzt gerade vom Sand abbauen? Dass praktisch im Sand Knochen rumliegen, wenn der Sand in der Erde irgendwo ist? Oder quasi sowas wie fossilen Auskram kennt man ja. Vielleicht ist daran angelehnt oder sowas. Keine Ahnung, aber es ist schon seltsam. Gut, wir werden jetzt das hier mal alles verhauen, um hier Dinger draus zu machen, weil das helle Holz brauchen wir jetzt für nichts anderes. Also ich werde für Bauarbeiten generell das dunkle Holz verwenden. Hier ist mir das einfach zu hell. Ja. Gute Frage, wo wir die Knochen her haben. Kann man daraus auch Bohnen machen? Das wäre mal. Ja, klar. LOL. Haha, geil. Kann man also viele Felder verwenden. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Nichtsdestotrotz, dann willst du erstmal hier. Ich mache mal wieder zwei Hacken. Da sind zwei Hacke dicht. Oh, Axt brauchen wir ja nicht. Ja, wir haben zweimal Eisen. Oh, ist das geil. Oh. Oh, wow. Kies. Das heißt, da ist gleich die nächste ja, Blase, sage ich jetzt mal. Alter, Eisen. Oh. Fuck. Oh, Scheiße. Wo? Ey, Mädel. Wo bist du? Oder sind wir gerade irgendwo nah an der Höhle? Ich habe gerade Monster gehört.
Aber jetzt höre ich keins mehr. Oder habe ich mich gerade echt verhört? Kann doch nicht sein. Hab doch gerade ganz deutlich so ein gehört. Mach dich doch, Kiri! Eisen! Wir lieben Eisen, Eisen lieben wir. Denn wir brauchen Bier. Ja, das brauchen wir. Was? Scheiße. Yay. Okay, Eisen. Gibt's da noch mehr Eisen irgendwie? Nee, das scheint's gewesen zu sein, okay. Uri. Uri Geller vielleicht, ja. Hi. Oh. Ja, okay. Man muss verstehen, ich bin relativ selten on bei MyTest. Das ist... Ja, okay. Endlich erwischt man dich mal. Wow. Ich glaube, ich habe vielleicht falsch geschrieben. Kann das sein? Okay. Gut, ja, wieder raus. Wir haben jetzt ein paar Mal Eisen bekommen. Fünfmal. Ich dachte, es wäre mehr gewesen. Schade eigentlich. Aber wir können jetzt endlich mal Protected Kisten bauen. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Ein paar Bäume sind auch schon gewachsen. Das ist sehr schön. Oh Gott, als alter Minecraft-Spieler drücke ich die Daumen. Achso, ich glaube mit Minecraft. So. Hallemerstraße? Ja, mit Straßennamen merken wir nicht so gut. Und ja, das OSZ-IMT ist, bunte Kuh. mit Straßennamen merken bin ich nicht so. Von daher, ich weiß nicht mehr, wie die Straße von meiner Schule heißt, sorry. So, wir können uns jetzt, wir müssen wieder raus, unser malles Eisen hier gleich mal einschmelzen. Und dann können wir nämlich, unsere ersten Touren machen, die geschützt sind.
Was ich persönlich sehr geil finde. Ja. Mit ein paar Mods für Server und so. So, Eisen. Das ist genau das, was ich gebraucht habe. Jetzt können wir uns nämlich weg, weg. Kisten bauen. Wir brauchen 16. Genau. So, mit dem Holz vor der Hütte und den Metalldingern, also mit den Metallklötzen, können wir uns nämlich jetzt Protected Kisten bauen. Und ja, die können wir nämlich jetzt hier schon reinstellen. Und dann haben wir Kisten. Sieht man, owned by Ronnie. Ronix. An die Kisten können wir nämlich nur noch ich ran. Und da können wir jetzt auch Sachen drinnen lagern, die ein bisschen wertvoller sind. So wie der ganze Krempel hier zum Beispiel. Ja, die Äpfel. Nee, die lass ich mal bei mir. So, und draußen ist dann praktisch bloß noch unsere Kramkisten, so praktisch so Share-Style, wo sich andere Leute gerne bedienen können. Ein Schwein. Danke. Okay, bye. Okay. Genau, Kisten haben wir jetzt. Dann nehme ich dich mal ganz kurz mit. Denn der Ofen, der kommt definitiv rein. Der bringt dir draußen erstmal gar nichts. Den stellen wir hier schön. Die Frage ist halt nur, wo. Den können wir auch in der Wand integrieren, fällt mir gerade auf. Den kann man hier so schön einbauen, quasi so als Einbauofen. Können wir eigentlich, ja doch, komm hier. Einmal direkt drüber. Bam. Passt. Sieht das beschissen aus, als ich dachte, aber gut. Wo waren denn meine blanken Steine? Habe ich nicht. Hey, die habe ich doch nicht komplett aufgebraucht, oder? Ah, wahrscheinlich doch. Ja, doch. Na gut, dann werde ich mal ganz kurz Pause machen und dann machen wir die Runde weiter. Schau mit V.